Grüß euch, servus, dann Rupi. Ich wollte heute ein kleines Video machen. Als Einstimmung für den Advent und als Impuls, dass wir den Advent wirklich feiern. Also Advent ist keine stille Zeit, die wir abwarten, bis sie vorbei ist. Dann ist endlich der Advent vorbei, die stille Zeit, und dann gehen wir wieder voll Gas. Sondern der Advent gehört gefeiert. Und das Adventfeiern ist eins von den schönsten Dingen, auch die mir von der Kindheit ja in Erinnerung sind. Und das hier einfach halt mit ein bisschen ja, ein Gespür, ein bisschen einen kleinen Einblick, was sich da im Kreis der Familie abspielt, ein bisschen mitteilen möchte. Und als Inspiration auch Advent zu feiern. Also riecht's einen netten Raum her, riecht's eine nette Atmosphäre her, in Adventkranz braucht man. Man braucht ein paar Nüssen, man braucht ein paar Mandarinen, man braucht einen Tee oder einen Punsch oder Apfel. Also ein paar gekochte Äpfel, Brotäpfel fürs Adventfeiern und ein bisschen eine düstere Atmosphäre. Also wo dann auch das Licht, das wir in Advent feiern, wir haben immer das eigentlich nur mit Kerzenschein gefeiert, Advent, und das war wunderschön in der Familie, und das waren die schönsten Abende, auf die ich mich als Kind erinnern kann. Und dann sind wir in Adventkranz an, und freut sich über das Licht, das da aufstrahlt. Und singt vielleicht ein Liedl. Wir sagen euch an den lieben Advent. Könnt's gleich mitsingen. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine Machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, freuen euch sehr. Schon ist nahe der Herr. Also ihr werdet es drauf kennen, vor allem die Kinder, die lieben dies, gemeinsam zu singen, die lieben das, miteinander beim Kerzenschein zu sitzen, ein bisschen runterkommen in die Ruhe, einfach die Stille da sein, in der Erwartung auf Weihnachten, in der Erwartung auf das Christkind. Der Advent ist genau die Zeit der Ankunft, des Wartens, und ich glaube, das ist uns aktuell wirklich abhanden gekommen, das Warten lernen, das Herz bereit machen auf etwas, das wir als Menschen geschenkt kriegen. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einen Advent bewusst leben. Lernen wir das Warten, lernen wir das wirklich erwarten und auch das Einstimmen. Also, wir können alle in Advent jetzt eine besondere Zeit nehmen, wo wir beten miteinander, ein Vater unser, ein Gesetzer vom Rosenkranz. Ja, eine Zeit verbringen, einfach in der Stille da sein beim Herrn, dass wir ja, für Weihnachten bereit werden, für Weihnachten beschenkt werden. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir zu Weihnachten dann so richtig beschenkt werden, dass unser Herz wieder neu aufgefüllt wird. Ja, und inzwischen Prost bei einem guten Tee. Weißt du was? Und Keks brauchst du dazu.